Bayern 2, grenzenlos hören. Am Telefon der Radiowelt, das aktuelle Interview. Radiowelt, Montag bis Freitag ab 6, 13 und 17 Uhr. Heute endet der Auftrag der Arabischen Liga an die nominell unabhängige Beobachtermission in Syrien. Der heute in Kairo dazu erwartete Bericht soll klarstellen, ob Damaskus, das Regime Assad, den Verpflichtungen nachkommt, um die Krise im Land zu beenden. Danach sieht es allerdings nicht aus, wenn man den drangsalierten Oppositionellen zuhört. Das Regime lässt schießen, damit keiner an die Beobachter rankommt. Man kann nicht mit ihnen reden, ständig sind sie von Geheimdienstleuten umgeben. Die Beobachter müssten einen einzigen Tag hier verbringen, bei uns schlafen und essen. Fakt ist also, dass die Beobachter ihre ursprüngliche Aufgabe, das Blutvergießen im Land zu stoppen und die Freilassung von politischen Gefangenen zu erwirken, nicht erledigen können. Und in der Protesthochburg Homs sollen allein gestern 38 Oppositionelle getötet worden sein. Am Telefon der Radiowelt ist Günter Meier. Er ist Orientexperte von der Uni Mainz. Grüß Gott, Herr Meier. Grüß Gott, Herr Pagels. Herr Meier, würden Sie sagen, Mission Impossible für die Beobachter in Syrien? Nein, auf keinen Fall. Das, was hier von den Oppositionellen immer wieder hervorgehoben wird, die Mission ist gescheitert. Ganz das Gegenteil ist der Fall. Die Mission hat dazu beigetragen, dass die Zahl der Toten deutlich zurückgegangen ist. Die Mission konnte auch feststellen, dass sehr viele Gefangene in der Zwischenzeit freigelassen worden sind. Und die Mission konnte ebenfalls feststellen, dass das, was von den Oppositionellen, gerade auch von westlichen Medien immer wieder hervorgehoben wird, dass einzig und allein es sich darum handelt, dass eine repressive Herrschaft der Alawiten friedliche Demonstranten niederschießt, überhaupt nicht stimmt. Es ist ganz offensichtlich, dass wir es mit einer bewaffneten terroristischen Organisation zu tun haben, die für einen sehr großen Teil der Toten ebenfalls im Lande verantwortlich ist. Das ist durchaus auch in dieser Situation herausgekommen. Das heißt, wir haben eine klare Anti-Sichtweise gegen das Regime, eine Sichtweise, die massiv gestärkt wird durch die Interessen insbesondere der USA, aber auch durch die westlichen Verbündeten, England, Frankreich, nicht zuletzt auch Deutschland. Es geht in erster Linie darum, die Achse Iran, Syrien, Hisbollah auszuschalten. Wenn man Syrien ausschaltet, bedeutet es, dass keine Waffen mehr aus dem Iran über Syrien an die Hisbollah geliefert werden können und dann gegen Israel eingesetzt werden können. Aber Herr Meier, wie Sie das beschreiben, das klingt ja fast wie eine westliche Verschwörung gegen Syrien. Ist Assad womöglich doch der Gute? Auf keinen Fall. Es ist ganz offensichtlich, dass er ein repressives Regime hat, dass er vor allen Dingen zu Beginn der Demonstrationen völlig überzogen und gewaltsam gegen Demonstranten vorgegangen ist. Nur innerhalb kürzester Zeit hat sich dieser regional begrenzte Konflikt in einen globalen Konflikt ausgeweitet, wo nicht nur die westlichen Mächte ihr Interesse haben, sondern wo ganz genau auch die arabischen Staaten, allen voran Katar und Saudi-Arabien, ihr Interesse haben, um auf diese Art und Weise eine Schwächung des Iran ebenfalls erreichen zu können. Das heißt, wir haben es nicht mehr mit einem isolierten Konflikt zu tun, sondern wir haben es mit einem massiven Eingreifen von außen zu tun. Nicht zuletzt Berichte darüber, dass etwa 600 Mujahedin aus Libyen eingeflogen sind, initiiert vom CIA, CIA-Beamte, Geheimdienstbeamte, Frankreich und Großbritannien genauso, bilden Oppositionelle aus, rüsten sie aus in der Nähe von Iskenderia, nahe der syrischen Grenze, rüsten sie aus mit den Waffen, die aus den Arsenalen von Gaddafi herübergebracht werden, um hier einen Bürgerkrieg zu initiieren, um das Land insgesamt zu schwächen. Das heißt also, die syrische Bevölkerung, die jetzt auf keiner der beiden Seiten steht, die wird zerrieben. Was bei uns nicht in den Medien genannt wird, ist zum Beispiel die Tatsache, dass Assad nach wie vor die Mehrheit des syrischen Volkes hinter sich hat. Und diese Untersuchung ist ausreichend von Katar durchgeführt worden, von der Katar-Stiftung, wo klar gezeigt worden ist, dass 55% der syrischen Bevölkerung nicht die Ablösung von Assad wünschen. Das wird bei uns in den Medien überhaupt nicht dargestellt. Unterm Strich, Herr Meier, ganz kurz nach, glauben Sie, dass Assad mit seinem Gewaltregime letztlich durchkommt?
Er wird auf jeden Fall noch etliche Monate an der Macht bleiben. Viel wird davon abhängen, in welchem Maße ausländische Kräfte im Land intervenieren und dadurch die Situation noch wesentlich verschärfen. Und zwar nicht nur begrenzt auf Syrien, sondern auf die gesamte Region. Heute endet vorerst jedenfalls die Beobachtermission der Arabischen Liga in Syrien. Auskünfte dazu von Günter Meyer, dem Orientexperten von der Uni Mainz. Vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank, Herr Wagner.